Was sagt die DNA-Analyse? Die sieht ja furchtbar aus. Haben Sie das gesehen? Das war kein Ernst. Ich weiß nicht. Autopsie. Mysteriöse Todesfälle. Heute in Autopsie ein toter Hollywood-Schauspieler. Der Täter wollte dem Opfer nicht in die Augen schauen, nachdem er den Mann umgebracht hatte. Die Ermittler wollen einen Fingerabdruck sicherstellen, obwohl der Täter Handschuhe benutzte. Gelingt das, ist der Täter überführt. Eine Frau wird tot aufgefunden, sie wurde vergewaltigt und erwürgt. Es gibt keine Spuren. Der einzige Hinweis, blutgetränkte Schaumstoffreste. Ein tödlicher Verkehrsunfall liefert mehr Fragen als Antworten. Die Suche nach Hinweisen beginnt, denn der Unfall wirkt konstruiert. Kein normaler Unfall. Früher Morgen in einem trendigen Szenebezirk von Los Angeles. Ein merkwürdiger Geruch auf den Gängen veranlasst die Bewohner eines Hauses, die Polizei zu rufen. Was die Beamten finden, dreht ihnen buchstäblich den Magen um. Es ist die Leiche eines Mannes, die offenbar schon seit mehreren Tagen in der Wohnung liegt. Sofort wird das Team der Mordkommission zum Fundort gerufen. Das Opfer lag auf dem Rücken, unter einer grünen Decke. Es wurde mehrfach auf ihn eingestochen. Ein Nachbar identifiziert das Opfer als Michael Finch, von Beruf Schauspieler. Obwohl er bereits eine Weile tot ist, können die Ermittler anhand der Leiche verschiedene Schlüsse ziehen. Überall waren Maden und Fliegen. Es war ein grausamer Gestank. Das Team der Mordkommission vermutet, dass Finch bereits seit mindestens 3 Tagen tot sein muss. Der Ermittler Dennis Kilcoyne entdeckt den entscheidenden Hinweis. Die Uhren in dem Haus waren alle noch nicht umgestellt. Sie waren alle noch auf Sommerzeit eingestellt. Die Zeitumstellung war vor 10 Tagen. 10 Tage, in denen niemand bemerkte, dass Finch verschwunden war. Der Zeitraum zwischen dem Mord und der Entdeckung der Leiche hat dem Mörder einen großen Vorsprung verschafft. Den Beamten wird klar, dass dieser Vorsprung ihre Arbeit deutlich erschweren wird. Unterdessen beginnt die Kriminaltechnikerin Dolores Youngblood mit der Spurensuche. Wir nahmen überall Fingerabdrücke. Von Schranktüren, Kaffeetassen und einer Videokassette. In der Nähe der Leiche entdecken sie die mögliche Tatwaffe, ein langes Küchenmesser. Es könnte zu den anderen Messern in der Wohnung passen. Doch wenn die Mordwaffe aus der Wohnung des Toten stammt, wirft das für die Beamten eine weitere Frage auf. War der Mord geplant oder war es ein Verbrechen aus Leidenschaft und deshalb völlig spontan? Das Team der Mordkommission braucht noch mehr Informationen, um solche Rückschlüsse zu ziehen. Es könnten Fingerabdrücke auf dem Messer sein. Wie üblich werden wir es nicht am Tatort untersuchen, sondern es für die Analyse ins Labor bringen. Wenig später entdeckt das Ermittlerteam noch andere Anhaltspunkte. Einen Latexhandschuh. An dem Handschuh war Blut. Möglicherweise hat also der Mörder diesen Handschuh benutzt, als er Finch tötete. Es gab keine Spuren für einen Einbruch. Wir vermuteten also, dass der Verdächtige das Opfer kannte. Vielleicht war der Einbrecher ein Freund von Finch. Die Decke, die auf der Leiche lag, deutet darauf hin, dass dies der Fall war. Aus meiner Erfahrung weiß ich, was es bedeutet, wenn das Opfer abgedeckt wurde. Der Täter kannte es und bereut seine Tat. Ich hatte den Eindruck, dass der Verdächtige dem Opfer nicht in die Augen sehen konnte, nachdem er ihn umgebracht hatte. Der Killer war möglicherweise mit dem Opfer befreundet, aber woher sie sich kannten, bleibt immer noch ein Rätsel. Wir hatten keinerlei Anhaltspunkte, keine Fotos, kein Telefonbuch, nichts. Die Kriminaltechniker versuchen, weitere Spuren an dem Messer und dem Handschuh zu finden.
Ermittler Kilcoyne will inzwischen herausfinden, wer Michael Finch wirklich war. Ich lernte die Person unter der Decke nach und nach kennen. Michael Finch hatte eine klassische Hollywood-Laufbahn hinter sich. Er war ein 28-jähriger Mann, der davon träumte, irgendwann ein Star zu werden. Er hatte eine enge Beziehung zur Familie, besonders zum Vater. Da die Schauspielkarriere nicht in Schwung kommt, arbeitet Finch nachts beim Radio. Tagsüber verkauft er Sonnenbrillen. Ein junger Mann mit einer kleinen Wohnung, der versuchte, zurechtzukommen. Der Ermittler Dennis Kilcoyne befragt die anderen Bewohner des Hauses. Sein Auto stand normalerweise in der Tiefgarage. Jetzt wird es vermisst. Möglicherweise hat der Mörder Finchs Auto gestohlen und als Fluchtwagen benutzt. Das ist die erste mögliche Spur. Das war ein wichtiger Anhaltspunkt für uns. Denn Täter flüchten häufig mit dem Auto des Opfers. Während die Beweise im Labor analysiert werden, recherchieren die Ermittler mehr aus Michael Finchs Privatleben. Sie erfahren, dass er ein sehr lebhafter Mann war, der viel Zeit im aufregenden Nachtleben von Hollywood verbrachte. Eine Barbesitzerin hat Finch oft mit verschiedenen Männern in ihrer Bar gesehen. Er brachte häufig männliche Prostituierte mit zu sich nach Hause. Nichts Besonderes in Hollywood. In der Stadt der Träume ist Finch offenbar an die falschen Leute geraten. Wir vermuten, dass einer dieser Männer der Mörder sein könnte. Der erste Verdächtige ist Sean, ein Teenager, an den sich viele aus dem Umfeld des Opfers erinnern können. Zeugen haben uns ein Phantombild von Sean erstellt. Heller Hauttyp, blond, fast noch ein Kind. Diese Beschreibung passt leider auf Hunderte von Menschen in Hollywood. Alles, was der Beamte Kilcoyne weiß, ist, dass die beiden sich häufig in einem Café trafen, so wie auch bei ihrer letzten Begegnung. Es war der 28. März. Sean und das Opfer waren abends gemeinsam in einem Restaurant. Danach hatte keiner die beiden wieder gesehen. Kilcoyne versucht herauszufinden, was vor und nach diesem Treffen passierte. Wir überprüften seine Anrufe. Finch führte sein letztes Telefonat am 29. März, genau einen Tag nach dem gemeinsamen Essen mit Sean. Wir waren uns ziemlich sicher, dass das Opfer am Abend des 29. März getötet wurde. Fakt ist, dass Sean seitdem nicht mehr in diesem Café gesichtet worden ist. Das war sehr verdächtig. Aber warum musste Finch sterben? Als die Polizei die Familie kontaktiert, offenbart sich ein mögliches Motiv. Sein Vater hat ihm einen Scheck über $1.000 ausgestellt. Ausgerechnet am 28. März wurde er eingelöst. Die Ermittler folgen dieser Spur. In der Wohnung war das Geld nicht und auch auf sein Konto wurde nichts eingezahlt. Das Geld des Opfers hatte mit Sicherheit der Täter. In einer Stadt geprägt von Ruhm, Sex und Geld drehen sich die Ermittlungen um einen toten Schauspieler, einen Callboy und vermisstes Geld. Das ist die dunkle Seite von Hollywood, die die Ermittler bestens kennen. Durch Prostitution steigt die Kriminalität, auch der grausamen Art. Im Labor untersuchen die Kriminaltechniker die Beweise vom Tatort. Als erstes testen sie das Blut am Messer und am Latexhandschuh. Das Blut am Messer und am Handschuh stammt vom Opfer. Die Mordkommission weiß nun, dass das Küchenmesser die Mordwaffe ist. Doch sie finden darauf keine Fingerabdrücke, um dem Täter auf die Spur zu kommen. Auf manchen Oberflächen kann man keine Fingerabdrücke nehmen, wie Stoff oder Gestein. Auch auf dem Gummihandschuh sind Abdrücke schwer zu identifizieren.
Schon wieder eine Sackgasse. Doch dann, 300 Kilometer entfernt, wird Michael Finchs Auto gefunden. Der Wagen und der Fundort liefern den Ermittlern neue Hinweise. Verbrecher fahren mit gestohlenen Autos oft an Orte, wo sie sich sicher fühlen. Die Polizei glaubt, eine Spur gefunden zu haben. Ein blonder Fahrer wurde in dem gestohlenen Auto gesichtet. Möglicherweise war das der gesuchte Sean. Er fuhr mit dem Auto durch die Gegend und hatte haufenweise Sonnenbrillen im Kofferraum. Er hat die Brillen überall an Leute auf der Straße verkauft. Es wirkt merkwürdig, dass ein Callboy aus Hollywood in einem gestohlenen Auto Sonnenbrillen verkauft. Im Inneren des Wagens eine erste brauchbare Spur. Ein Fingerabdruck am Anschnallgurt. Die Kriminaltechniker überprüfen diesen Fingerabdruck umgehend und können den Verdächtigen nun identifizieren. Die Person, die hinter dem Decknamen Sean steckte, ist in Wahrheit Gerald Reeves. Das Puzzle fügt sich zusammen. Die Familie des 19-jährigen Gerald Reeves lebt in der Stadt, in der man das Auto fand. Reeves hatte schon mehrere Autos gestohlen. Er ist erst vor kurzem aus dem Jugendgefängnis geflohen und war seitdem auf der Flucht. Langsam kam Licht ins Dunkel. Da unser Verdächtiger inzwischen wahrscheinlich den Staat verlassen hatte, war es unsere Pflicht, das FBI einzuschalten. Über Nacht entwickelte sich dieser Fall zu einer bundesweiten Angelegenheit, in der das FBI und die Polizei von Los Angeles zusammenarbeiten. Doch aus Tagen werden Wochen und Reeves scheint wie vom Erdboden verschluckt. Er ist nirgends auffindbar. Es frustrierte uns alle sehr. Immer wieder haben wir ihn knapp verpasst. Reeves war uns einfach immer einen Schritt voraus. Die Ermittler überarbeiten ihre Vorgehensweise. Sie wenden sich an die Öffentlichkeit. Daraufhin meldet sich eine völlig aufgelöste Frau namens Tanya bei ihnen. Tanya schien entsetzt darüber, dass ihr angeblicher Freund ein Callboy aus Hollywood sein soll. Er wollte sich Geld von Tanya leihen. Es ist immer das Gleiche mit diesen Leuten. Sie melden sich eine Ewigkeit nicht und irgendwann rufen sie plötzlich an. Hey, wie geht's denn so? Ach, und sag mal, kannst du mir nicht ein bisschen Geld leihen? Die Ermittler entwickeln einen Plan. Wir stellten eine Falle. Das Team der Mordkommission will Reeves mit seinen eigenen Waffen schlagen. Tanya soll ihn anrufen und ihm sagen, dass sie Geld in einer Wechselstube für ihn hinterlegt hat. Die Polizisten gehen in Stellung und warten, bis der Verdächtige aufkreuzt. Dann endlich um 3 Uhr nachts schnappt die Falle zu. Da kam er angelaufen. Anscheinend brauchte er das Geld sehr dringend. Nach 10 Monaten wird Reeves endlich festgenommen. Doch noch ist die Polizei nicht am Ziel. Man kann Reeves nur den Autodiebstahl nachweisen, nicht den Mord an Michael Finch. Am Tatort fand man weder Fingerabdrücke noch Blutspuren von Reeves. Ein guter Anwalt kann ihn da leicht wieder rausholen. Um dem Gericht handfeste Beweise vorlegen zu können, gehen die Kriminaltechniker noch einmal alle Hinweise durch. Ihnen wird klar, dass nur der Gummihandschuh der Schlüssel zu diesem Fall sein kann. Es ist wirklich kaum möglich, Fingerabdrücke von einem Gummihandschuh zu bekommen. Trotzdem wollen es die Experten versuchen, und zwar auf der Innenseite des Handschuhs. Dafür entwickeln sie eine neue Methode, um die Fingerabdrücke sichtbar zu machen. Der Handschuh wird aufgeblasen und in einem Glasbehälter befestigt. Als nächstes erhitzen die Experten einige Tropfen Klebstoff unter dem Handschuh.
Der Vorgang dauert so lange, bis der Klebstoff verdampft. Wir hoffen, dass sich der Klebstoffdampf auf den Fingerabdrücken absetzt. Die Kriminaltechniker setzen all ihre Hoffnungen in diesen Test. Wir haben ihn dann mit Spezialpulver bestäubt. Tatsächlich wird ein Daumenabdruck in der Mitte des Handschuhs sichtbar. Der Täter hat doch noch eine Spur hinterlassen. Die Kriminaltechniker sichern den Abdruck vorsichtig und geben ihn in die Datenbank ein und erhalten sofort ein passendes Ergebnis. Gerald Ray Reeves. Es war sein Fingerabdruck auf der Innenseite des Handschuhs. Ein Durchbruch. Eine Premiere. Gerald Ray Reeves' Verhandlung dauert 2 Wochen. In der ganzen Zeit bekennt er sich nicht schuldig des Mordes an Michael Finch. Schließlich wird er verurteilt, und zwar zu einer lebenslangen Haft ohne Bewährung. Es ist früher Morgen in North Hollywood. Eine weibliche Leiche wird gefunden und die Polizei von Los Angeles ist sofort zur Stelle. Experten des Kriminaltechnischen Instituts und Kriminalbeamte treffen ein, um die Ermittlungen aufzunehmen. Das Erste, was ihnen auffällt, die Hose des Opfers ist heruntergezogen. Das lässt vermuten, dass man die Frau vergewaltigt hat. Außerdem ist sie übersät mit Blutergüssen. Und es gibt ein paar merkwürdige Gegenstände, welche die Aufmerksamkeit der Kriminaltechniker auf sich ziehen. Ein schwammähnliches Material verteilt über und um den Körper herum. Es war dieser lose Schaumstoff mit kleinen Löchern und kleinen dunklen orangefarbenen Punkten. Man fand auch ähnliches Material auf der Kleidung des Opfers, selbst in der Unterwäsche. Größere Stücke davon lagen auch neben der Leiche auf dem Gehsteig. Schwammstücke mit orangefarbenen Punkten. Die Ermittler können noch nicht einordnen, ob es sich dabei um Beweismaterial oder um Müll handelt. Aber es könnte dennoch einen Hinweis liefern. Die Ermittler finden weder eine Hand noch eine Brieftasche, nichts, womit man das Opfer identifizieren könnte. Man nimmt die Fingerabdrücke und registriert die Tote erstmal als unbekannt. 2 Tage lang gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Dann läuft ein wichtiger Hinweis geradewegs zur Tür herein. Ein Mann namens Delbert Anger sagt aus, seine Frau in den letzten 72 Stunden nicht gesehen zu haben. Nach einer Befragung wird klar, die Leiche ist seine Frau Carol. Im Leichenhaus identifiziert er sie. Die Unbekannte hat jetzt einen Namen, Carol Anger. Aber die Ermittler wissen nicht, was sie von ihrem Ehemann Delbert halten sollen. Die Ermittler fragen sich, warum gab er die Vermisstenmeldung erst so spät auf? Die Kriminalbeamten konzentrieren sich auf Carols Ehemann Delbert. Auf der Suche nach einem Motiv bringen sie mehr über die Beziehung in Erfahrung. Familienangehörige beschreiben sie als glückliches Paar. Beide waren bereits vorher verheiratet und hatten zusammen 8 Kinder. Doch beide waren auch unabhängig und gingen manchmal getrennte Wege. Das könnte plausibel erklären, warum Delbert so lange gewartet hatte, bevor er zur Polizei ging. Delbert sagt aus, dass Carol mit ein paar Freunden in eine hiesige Bar gegangen sei. Die Ermittler folgen dieser Spur. Wir sind jetzt für jeden Hinweis dankbar. Befragungen von Gästen und Angestellten der Bar zeichnen ein Bild davon, was vor Carol Angers Tod geschah. Sie hatte mit 2 oder 3 Männern getanzt. Einer der Männer war ein bekannter Stammgast in der Bar. Er
Man hat ihn schon vorher gesehen und er trug ein Mechanikerhemd. Sein Name Richard stand drauf. Die meisten Bargäste erinnern sich an ihn. Seine Haare waren besonders auffällig. Er hatte eine Halbglatze und am Rand standen die Haare merkwürdig hoch, wie Teufelshörner. Das ist jedem aufgefallen und jeder hat es erwähnt. Die Zeugen liefern dem Ermittler Mike Coffey einen möglichen Zeitrahmen. So gegen Mitternacht hatte Carol um ein Taxi gebeten. Zu diesem Zeitpunkt hat sich Richard angeblich nochmals ins Gespräch gebracht. Er sagte, ich nehme dich mit. Der Barkeeper sagte zu Carol, ich kenne den Typ, der ist okay. Sie hat noch kurz überlegt und ist dann mit ihm gefahren. Die Ermittler behalten trotz dieser Spur weiterhin Carols Ehemann Delbert im Auge. Aber sie haben jetzt einen weiteren, neuen Verdächtigen. Wir hatten ziemlich viel über diese Person erfahren und mussten ihn unbedingt finden. Ich glaubte, dass wir auf der richtigen Spur sind. Die Kriminalbeamten müssen sich einer großen Herausforderung stellen. Denn wie findet man einen Mechaniker namens Richard in der Autohauptstadt der USA, in der es tausende von Reparaturwerkstätten gibt? Im Kriminaltechnischen Institut analysieren Experten das Beweismaterial des Tatorts. Sie beginnen mit den Schwammstücken, die auf Carol Ungers Leiche gefunden wurden. Ein Blick durch das leistungsstarke Mikroskop kann der Kriminaltechnikerin Susan Brockbank ganz genau sagen, worum es sich handelt. Es war Polyurethan-Hartschaum. Das ist jener Schaumstoff, wie man ihn in Autositzen, in Sofas oder vielleicht auch in Matratzen und Bettelementen verwendet. Bislang ist es ein Rätsel, wie der Schaum auf Carols Leiche gekommen ist. Diese Frage zu beantworten, könnte ausschlaggebend sein. Auf dem Polizeirevier erfahren die Kriminalbeamten aus dem Autopsiebericht mehr über den Mörder. Es bestätigt sich, was bereits vermutet wurde. Carol Unger ist tatsächlich vergewaltigt worden. Es war eindeutig, dass wir hier einen ernstzunehmenden Sexualstraftäter hatten, der da draußen frei herumläuft. Wir müssen ihn so schnell wie möglich finden. Die Suche nach Richard läuft auf Hochtouren. Unzählige Werkstätten werden abgeklappert. Die Ermittler überprüfen auch typische Handwerkerkneipen. In einer der Kneipen kennen zwei Personen tatsächlich einen Mechaniker namens Richard. Er hatte ihnen sogar eine Visitenkarte gegeben und seine Reparaturdienste angeboten. Einer der Zeugen hat die Visitenkarte aufbewahrt. Auf der Visitenkarte steht die Adresse einer Werkstatt. Sie ist nicht weit entfernt von der Bar, in der Carol Unger zuletzt lebend gesehen wurde. Die Kriminalbeamten sind sich nicht sicher, ob es sich um den richtigen Mann handelt. Und falls doch, wollen sie ihn nicht unnötig vorwarnen. Sie beschließen, ihn vorerst nur zu beschatten. Wir saßen etwa 20 Minuten dort, dachten, wir hätten ihn gesehen, wussten aber nicht, wie wir bis zu ihm vordringen sollten. Dann eine unerwartete Komplikation. Plötzlich tauchte ein Polizist auf. Es ist ein Bundesagent. Wir haben ihn abgefangen, bevor er reinging. Der Agent kennt den Verdächtigen nicht. Er überbringt lediglich einen Haftbefehl, der zu einem ganz anderen Fall gehört. Er sagte, er würde einfach hineingehen und versuchen, alle Anwesenden zu identifizieren. Das dauerte nicht länger als 5 Minuten. Der Agent reicht einen Zettel weiter. Darauf steht ein Name. Richard Stitely und sein Geburtsdatum. Wir hatten schon befürchtet, dass er weg ist. Die Beamten kehren zurück aufs Revier. Immerhin haben sie jetzt einen Nachnamen als ersten Anhaltspunkt. Auf dem Revier wird der Name Richard Stitely im Polizeicomputer überprüft. Er ist auch bei anderen ähnlichen Verbrechen der Verdächtige gewesen. Wir wussten jetzt also, womit wir es zu tun haben. Tatsächlich handelt es sich bei diesen anderen Fällen auch um Vergewaltigung.
Doch aufgrund fehlender Beweise kam Stately bisher stets davon. Ich habe ihm erzählt, dass wir im Todesfall einer Frau in Nord-Hollywood ermitteln und uns gerne mit ihm darüber unterhalten möchten. Er war sehr kooperativ. Stately willigt ein, die Kriminalbeamten auf das Revier zu begleiten. Bevor sie gehen, werfen die Beamten noch einen Blick in sein Auto. Auf dem Vordersitz war Schaumstoff, der dem ähnelte, den man am Tatort auf Carols Leiche gefunden hatte. Stately wird festgenommen und verhört. Zunächst hat er abgestritten, Carol zu kennen oder je in der Bar gewesen zu sein. Schließlich sagte er, okay, ich war da und ich habe mit ihr getanzt. Der Verdächtige wird anderthalb Stunden lang in die Mangel genommen. Er verändert dabei seine Aussagen mehrfach. Die Kriminalbeamten versuchen, ihn noch mehr unter Druck zu setzen, um ein Geständnis zu bekommen. Wir sagten ihm, dass wir eine DNA-Probe von ihm nehmen werden, um sie mit den Spuren an der Leiche zu vergleichen. Rechtlich gesehen bräuchten die Ermittler dazu Stately's Erlaubnis. Aber die Falle funktioniert. Dann gab er zu, okay, wir hatten einvernehmlichen Sex. Jetzt machen die Kriminalbeamten Fortschritte. Sie konfrontieren Stately mit Carols Verletzungen. Wieder kontert dieser mit einer Ausrede. Sie wurde wütend und hat ihn geschlagen. Daraufhin hat er sie getreten. Wenn sie tot ist, tut es ihm leid. Diese Worte reichen aus, um Stately zu verhaften und ihn der Vergewaltigung sowie des Mordes anzuklagen. Es sieht sehr eindeutig aus und wahrscheinlich ist er der Mörder. Aber das reicht nicht. Um Stately zu überführen, müssen die Beamten beweisen, dass Carol in seinem Auto gewesen ist. Dazu vergleichen sie den Schaumstoff auf der Leiche mit dem aus Stitleys Wagen. Ich habe die Teilchen untersucht. Rein äußerlich waren sie sich sehr ähnlich. Mit der sogenannten Infrarotspektroskopie-Methode setzt die Kriminalistin Susan Brockbank den Schaumstoff Infrarotlicht aus. Das Licht beweist, die beiden Schaumstoffteilchen haben eine identische chemische Zusammensetzung. Der Schaumstoff auf der Leiche stammte zweifelsfrei von diesem Autositz. Sie muss im Auto gewesen sein und etwas vom Schaumstoff blieb an ihr hängen. Das ist ein stichhaltiger Beweis, reicht aber nicht für eine Verurteilung aus. Die Kriminaltechniker müssen beweisen, dass Stately Carol vergewaltigt und ermordet hat. Er bleibt bei seiner Darstellung, dass der Sex im gegenseitigen Einvernehmen stattfand. Carols Leiche wies Wunden auf, die aber nicht zu einvernehmlichem Sex passen. Die Kriminaltechniker vergleichen Spermaproben von den verletzten Beinen der Leiche mit der DNA von Stately. Es gibt eine Übereinstimmung. Die Spermaspuren auf der Leiche stammen von Stately. Damit ist bewiesen, dass er Carol Unger in seinem Auto brutal vergewaltigt und schließlich getötet hat. Er war es, kein Zweifel. Jetzt ist die Beweisführung perfekt. Die Übereinstimmung der DNA, die Analyse mehrerer kleiner Schaumstoffteilchen, alles ist eindeutig. Für die Vergewaltigung und den Mord an Carol Unger wird Richard Stately zum Tode verurteilt. Er wartet seit 6 Jahren auf seine Hinrichtung im Todestrakt. Kurz vor Tagesanbruch, nördlich von Los Angeles. Auf einem abgelegenen Stück Straße entdeckt ein Mann ein noch immer glühendes Autowrack. Er ruft die Polizei. Die Polizei und die Rettungssanitäter treffen wenig später am Unfallort ein. Die Fahrerin des Wagens ist tot. Mithilfe ihres Führerscheins kann man sie identifizieren. Es ist die 45-jährige Claire Parker.
Eine weitere Insassin wird schwer verletzt sofort ins Krankenhaus gebracht. Sie ringt mit dem Tode. Nur kurze Zeit später erreichen die Experten der Kriminalanalyse den Tatort. Im Auto gibt es einen ersten Hinweis, eine Whiskyflasche. Zunächst sieht es nach einem Fall von Trunkenheit am Steuer aus. Während der Leichenbeschauer das Opfer untersucht, konzentrieren sich die Kriminaltechniker auf das Fahrzeug. Bei einem Verkehrsunfall gibt es in der Regel einen heftigen Aufprall. Die enormen Kräfte zerstören meistens auch die Windschutzscheibe. Nicht bei diesem Auto. Das Autowrack hatte keine zerborstene Windschutzscheibe. Das ist zwar ungewöhnlich, kann aber vorkommen. Als nächstes untersuchen die Kriminaltechniker das Innere des Wagens. Aus Erfahrung wissen sie, dass das Innere des Fahrzeugs bei einem solchen Aufprall einen beträchtlichen Schaden erlitten haben müsste. Keine Kratzer am Lenkrad, es ist noch intakt. Eine überraschende Feststellung. Die Ermittler des Kriminaltechnischen Instituts suchen mit Pinsel und Pulver nach Fingerabdrücken. Seltsamerweise finden sie keine, aber das ist noch nicht alles. Unmengen von Blut auf dem Rücksitz. Auch das ist ungewöhnlich. Es würde bedeuten, dass die Beifahrerin hinten saß und nicht vorne auf dem Beifahrersitz. Kein normaler Unfall. Im Kofferraum stoßen die Ermittler auf weiteres Beweismaterial. Verkohlte Stofffetzen, die auf einen Brandanschlag hinweisen. Dann findet die Polizei unter dem Auto etwas Verdächtiges. Ein Baumwollseil, das gebrannt hatte. Auf dem Benzintank unter dem Auto hatte sich etwas Ruß abgelagert. Das Seil muss also unter dem Auto gebrannt haben. Es sieht so aus, als wäre das Auto manipuliert worden. Deshalb soll es im Kriminaltechnischen Institut umfassend untersucht werden. In den Nachrichten wird über den tragischen Tod von Claire Parker berichtet. Es wird gemeldet, dass sie die Kontrolle über den Wagen verlor, ins Schleudern kam und am Ende im Auto den Tod fand. Doch hinter den Kulissen glauben die Ermittler an einen ganz anderen Hergang. Das Autopsieergebnis stützt ihren Verdacht. Das Ergebnis war eindeutig. Jemand hat das Opfer mehrfach mit einem stumpfen Gegenstand geschlagen. Immer auf dieselbe Stelle. Dadurch zersplitterte ihr Schädel und sie starb. Der Fall wird damit offiziell zu einem Tötungsdelikt. Das andere Opfer, die Beifahrerin und einzige Zeugin, ist Natasha Parker, Claires 18-jährige Tochter. Sie verliert immer wieder das Bewusstsein. Deshalb kann sie keine brauchbaren Hinweise liefern. Die Tochter scheint zu realisieren, dass ihre Mutter tot ist. Die einzigen verständlichen Worte von ihr haben mit ihrem Vater zu tun. Sie flüstert immer wieder den Namen ihres Vaters, fragt nach ihm. Die Ermittler sind besorgt. Der Mörder könnte es erneut auf Natasha abgesehen haben. Das Krankenzimmer wird deshalb rund um die Uhr bewacht. Zurück auf dem Revier erhalten die Kriminalbeamten einen Anruf. Ein Mann vermisst seine Frau. Es ist Russell Parker, Claires Ehemann. Die Ermittler unterhalten sich mit ihm. Sie erzählen Parker, was mit seiner Familie passiert ist. Er ist völlig aufgelöst und verspricht zu helfen. Im Moment ist der Fall völlig undurchsichtig, denn die Frage nach dem Mordmotiv ist ungeklärt. Nachforschungen über das Ehepaar Parker bringen nichts Ungewöhnliches zum Vorschein. Sie waren eine typische Mittelschichtsfamilie aus Kalifornien. Claire war Hausfrau, Russell arbeitete früher als Experte für Spezialeffekte in Hollywood.
Er war mal Techniker in einem Filmstudio. Als die Ermittler einige Nachbarn befragen, wird klar, Claires Verhalten in der Todesnacht war merkwürdig. Man sagte uns, dass Claire niemals nachts Auto fährt. Und sie trank selten Alkohol. Die im Auto gefundene Whiskyflasche passt also nicht ins Bild. Trunkenheit am Steuer kann ausgeschlossen werden. Sie trank gelegentlich ein Glas Wein, aber mehr nicht. Erstens trinkt sie nicht, zweitens fährt sie nicht nachts und drittens erst recht nicht, wenn ihre Tochter im Auto sitzt. Das war schon sehr merkwürdig. Im kriminaltechnischen Labor befassen sich die Experten zunächst mit Fingerabdrücken. Claires Abdrücke sind auf der Whiskyflasche, nicht jedoch auf dem Lenkrad. Die Ermittler vermuten, dass man sie erst getötet hat und dann in den Wagen setzte. Das war mit Sicherheit kein spontaner Mord. Er war durchdacht und kühl kalkuliert. Als nächstes wird das Auto untersucht. Im Zentrum steht dabei das Seil, das man unter dem Fahrzeug fand. Beide Enden des Seils waren verkohlt. Das Seil sah aus wie eine Zündschnur. Es hing an einem spitzen Metallstift, der an der Achse aufgeschraubt war. Nur wenige Zentimeter fehlten, dann hätte der Metallstift den Benzintank durchstochen. Der Metallstift sollte ein Loch in den Benzintank reißen. So wäre das Auto in Flammen aufgegangen. Die Theorie der Ermittler: Der Mörder hat die Zündschnur angezündet und das Auto so in eine rollende Bombe verwandelt. Der Mechanismus hätte das Auto zur Explosion gebracht, sobald es irgendwo aufprallt, etwa auf eine Betonwand. Doch das Fahrzeug kam offenbar nicht richtig in Schwung und rollte nur gegen einen Telefonmast. So wurde das Auto zwar stark beschädigt, aber der Benzintank ist nicht wie geplant explodiert. Nur so konnte die junge Natascha den Mordanschlag überleben. Auch der Inhalt des Kofferraums spielt nun eine Rolle. Hier war viel Glück im Spiel. Im Kofferraum befand sich ein Ersatzreifen. Als das Auto gegen den Mast prallte, verrutschte der Reifen und hat irgendwie den aufkeimenden Brand erstickt. Glücklicherweise kam es deswegen nicht zu einer Explosion. Die Kriminaltechniker konzentrieren sich jetzt auf den Metallstift, der den Benzintank hätte durchbohren sollen. Es ist der erste Gegenstand, der sie zum Mörder führen könnte. Der Stift wurde mit einem Werkzeug bearbeitet. Wir fanden deutliche Spuren. Sie stammen wahrscheinlich von einem Schraubstock, in den der Metallstift eingespannt wurde, als ihn der Täter bearbeitete. Und der Abdruck des Schraubstocks kann so einzigartig sein wie ein Fingerabdruck. Wenn man ein Werkzeug benutzt, dann prägt sich die Form der Arbeitsoberfläche auf dem Gegenstand ein. Zurück auf dem Revier haben die Kriminalbeamten noch immer keine Ahnung, warum Mutter und Tochter zu Opfern wurden. Zudem stellt sich die Frage, wo ist Russell Parker, der Ehemann? Er hatte einen Termin bei uns, doch er ist nie aufgetaucht. Die Kriminalbeamten konzentrieren sich jetzt auf das Umfeld der Parkers. Von Freunden erfahren sie, dass die Ehe der beiden nach 20 Jahren vor dem Aus stand. Es ging um viel Geld und Russell Parker wollte mehr, als ihm zustand. Die Beamten stoßen auf ein mögliches Mordmotiv. Claire hatte eine Lebensversicherung über 1 Million Dollar abgeschlossen. Russell Parker wird zum Hauptverdächtigen. Die Beamten erfahren auch, dass Russell seit einiger Zeit bereits eine neue Freundin hat, mit der er teilweise sogar schon zusammenlebte.
Doch eine schmutzige Scheidung und eine neue Frau machen aus Russell Parker noch lange keinen Mörder. Die Ermittler brauchen handfeste Beweise, die ihn mit dem Verbrechen in Verbindung bringen. Doch zuerst müssen sie ihn finden. Es stellt sich heraus, dass er ihnen näher ist, als sie glauben. Die junge Natascha, die den Anschlag überlebte, liegt immer noch im Krankenhaus. Überwachungskameras auf dem Flur zeigen plötzlich Russell Parker. Er geht direkt auf das Zimmer seiner Tochter zu. Die Wachposten schrecken ihn ab, aber Natascha scheint seine Gegenwart zu spüren. Sie erlangt endlich das komplette Bewusstsein wieder und erzählt der Polizei eine schockierende Geschichte. Sie kam nach Hause und traf ihren Vater, der völlig außer sich war. Er schrie und sprang auf sie. Er legte ihr Handschellen an und zog ihr schließlich eine Kapuze über den Kopf. Natascha sagt aus, dass ihre Mutter ein paar Minuten später nach Hause kam und ebenfalls angegriffen wurde. Sie erinnert sich noch genau an das Geräusch, wie ihre Mutter zu Boden fiel. Und Natascha erinnert sich noch an ein weiteres grauenvolles Detail. Sie erinnert sich, wie er sie ins Auto getragen hat. Neben sich hörte Natascha ihre Mutter noch atmen. Jetzt verstehen die Beamten, was Natascha im Krankenhaus meinte, als sie halb bewusstlos nach ihrem Vater fragte. Es war ein Hinweis auf den Mörder. Sie sagte, ich will meinen Vater nicht sehen. Er hasst mich und will mich umbringen. Natascha erzählt, wie sie die letzten Jahre in Angst leben musste. Solange sie ein kleines Mädchen war, schien alles in Ordnung zu sein. Doch je älter sie wurde, desto schrecklicher wurde er. Entfremdung ist in der Pubertät nicht unnormal, blanker Hass aber schon. Wir waren schockiert. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Vater seiner leiblichen Tochter so etwas antut. Russell Parker ist der Hauptverdächtige. Aber die Ermittler benötigen weit mehr als Natashas Aussage, um ihn wegen Mordes anzuklagen. Sie brauchen handfeste Beweise. Die Polizei findet heraus, wer Parkers neue Freundin ist und beschattet sie. Außerdem holen sie sich einen Durchsuchungsbefehl für Parkers Haus. In der Garage finden sie Seilstücke, die zu denen unter dem Auto passen. Außerdem entdecken sie den Abdruck eines fehlenden Werkzeugs. Es könnte sich um den Schraubstock handeln, mit dem der Täter den Metallstift zurechtgebogen hat, um damit schließlich das Auto in Brand zu setzen. In der Wohnung weitere Fundstücke, massenweise Beweismaterial. Wir haben alles eingesammelt, unter anderem auch viele kleine Notizzettel. Viele Notizzettel stammen von Russell. Aus ihnen ergibt sich eine klare Absicht. Kauf Dosenerbsen, tank das Auto, kauf Handschellen, bring Motoröl. Portemonnaie überprüfen, Tücher organisieren, Alkohol kaufen, einen geeigneten Ort finden. Eine To-Do-Liste, die auf einen geplanten Mord hinweist. Wir glauben, dass er alles sorgfältig geplant hat. Die Liste ist ein sehr belastendes Beweismaterial. Doch sollte Natashas Aussage wirklich stimmen, müssten überall im Raum Blutspuren sein. Aber das ist nicht der Fall. Und die Ermittler wissen, warum. Er hat alles gewaschen. Und das lässt sich sogar beweisen. Wenn man Luminol auf eine Fläche sprüht, dann reagiert es mit Blut und leuchtet unter Schwarzlicht. Innerhalb von Minuten haben die Chemikalien alle Zweifel beseitigt. Das ist der Beweis. Hier war Blut, viel Blut. Hier ist es geschehen. Blutrückstände, eine Versicherungspolice, To-Do-Listen für einen Mord. Gegen Russell Parker wird ein Haftbefehl erlassen, doch dieser ist inzwischen verschwunden.
Eine Woche später findet die Polizei in der Nähe des Flughafens einen verlassenen Wagen. Das Auto steht hier bereits seit einigen Tagen und scheint offenbar niemanden zu interessieren. Es stellt sich heraus, dass das Auto auf Russell Parker zugelassen ist. Als die Experten der Mordkommission den Kofferraum überprüfen, finden sie noch mehr Beweismaterial. Sie fanden Munition. Ebenso Handwaffen. Und den Schraubstock. Der Schraubstock. Wenn die Forensikerin Doreen Hudson und ihr Team eine Übereinstimmung zwischen dem Schraubstock und den Abdrücken auf dem Metallstift finden, können sie Parker direkt mit dem Verbrechen in Verbindung bringen. Im Labor haben wir beides überprüft, den Schraubstock und den Metallstift. Wir vermuteten, dass der Metallstift damit bearbeitet wurde. Die Kriminaltechniker analysieren den Werkzeugabdruck auf dem Metallstift und vergleichen ihn mit denen, die der Schraubstock hinterlässt. Wir haben Bleibleche benutzt, um Abdrücke von der Arbeitsfläche des Schraubstocks zu erhalten. Wir haben nach Übereinstimmungen bei beiden Stücken gesucht und wurden fündig. Es gibt kein Werkzeug mit exakt demselben Riefenmuster. Wir konnten zweifelsfrei feststellen, dass der Metallstift mit diesem Werkzeug bearbeitet wurde. Es ist geschafft. Die Abdrücke auf dem Schraubstock bringen Parker mit dem manipulierten Auto in Verbindung. Jetzt müssen die Ermittler ihn nur noch finden. Dafür bringen sie seine Freundin aufs Revier. Als die Ermittler sie unter Druck setzen, verrät sie schließlich Parkers Aufenthaltsort. Die Ermittler fahren sofort hin. Sie sagte uns, in welchem Hotel er ist. Er war völlig überrascht, sagte überhaupt nichts. Als wir ihn verhafteten, hatte er eine große Summe Geld dabei und einen Australien-Reiseführer. Parker kommt wegen Mordes vor Gericht. Der Staatsanwalt trägt das Motiv vor: kaltblütige Habgier. Es ging um viel Geld und er wollte nichts davon mit seiner Tochter Natascha teilen. Er muss sie wirklich gehasst haben. Angesichts des erdrückenden Beweismaterials wird Russell Parker des vorsätzlichen Mordes sowie des versuchten Mordes für schuldig gesprochen. Er kommt lebenslänglich ins Gefängnis.